ein Instrument, was Kommunen nutzen können, um die Verdrängung von Bewohnern aus Wohngegenden zu verhindern oder zu verringern, in denen es starke Wohnkostensteigerungen gibt. Weil hier auch die Tendenz besteht, dass durch die schnelle Steigerung der Wohnkosten Bewohner vor allen Dingen aus den innerstädtischen Wohngebieten verdrängt werden können. Wir halten das Instrument für wichtig und richtig, allerdings ist zurzeit seine Anwendung kaum möglich. Denn der Nachweis, dass es solche Verdrängungsprozesse gibt und dass die darauf beruhen, dass insbesondere aus Mietwohnungen Eigentumswohnungen gemacht werden, den kann man zurzeit nicht führen. Die Verwaltung schlägt uns vor, dass sie ein Umwandlungskataster führen will in nächster Zeit, aus dem hervorgeht, ob tatsächlich in gesteigertem Maße Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und wenn das so wäre, dann müsste man die Milieuschutzsatzung anwenden. Deshalb sind wir mit dem Vorschlag der Verwaltung einverstanden. Unabhängig von der Milieuschutzsatzung wollen wir natürlich alle Mittel nutzen, um bezahlbaren Wohnraum in Münster zu erhalten und zu schaffen. Denn der Anstieg der Wohnkosten, der Mietkosten, das ist etwas, was wir mit allen Mitteln versuchen müssen zu verhindern.